So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir sind immer noch am Splatfest. Ich weiß übrigens zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video hier kommentiere, immer noch nicht, welches Team gewonnen hat. Das Video, wo ich den Sieg, also wer gewonnen hat, ankündige, ist wahrscheinlich schon oben. Ich zeige jetzt hier einfach die Spiele, also als Rückblick, wie ich so gespielt habe, weil ich es eben aufgezeichnet habe. Ich habe einfach alles aufgezeichnet, weil, ja, man weiß halt vorher nie, kommt ein 10er-Kampf, ein 100er-Kampf, passiert was Besonderes. Das weiß man eben vorher nie. Und deswegen, ich zeige jetzt einfach, wenn es Splatfest ist, alles auf, wenn ich spiele. Ich habe ja genug Festplattenplatz. Und dann zeige ich eben die Highlights oder ich kommentiere einfach das, was so abgezeichnet wurde. Und lade es dann nach und nach hoch. Ja, Thema im letzten Video, also das müsste so ein Splatfest-Schnuddel-Video, war X und Twitter. Und mein Angebot für einen Einladungscode für Blue Sky. Thema jetzt in diesem Video, wenn wir hier uns ordentlich... Oh, das war jetzt aber ein mega Schlag am Tausch. Ich bin plötzlich gerade sprachlos, weil ich bin eben hingeritten von dem Spiel. Wunderschön. Oh, das ist wieder diese komische Uli-Wabe. Ist... Keine Ahnung, ich habe kein Thema. Moment. Oh, Dankeschön. Ja, Schnupfen im Herbst. Nee, ich habe keinen Schnupfen. Hoffentlich jedenfalls nicht. Also ich mag nicht krank werden. Ist... Ja, Ninjala. Also ich habe ja gesagt, in anderen letzten Videos, ich würde gerne mal wieder Ninjala spielen. Und, habe absolut keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Ich weiß nur noch, es ist einfach, es sieht cool aus, aber ist auch die Spieltechnik cool. Geht's jetzt mit dem neuen Controller besser? Und was kann man alles? Also es gibt einen Story-Modus, aber ich glaube, der ist dann nicht kostenlos. Der kostet Geld oder kostet Ninjala jetzt generell Geld. Wie gesagt, also das ist so ein nächstes Projekt, dass ich mit Angriff nehme, wenn Mario, wenn Sonic Mario und Ghost of the Tails abgeschlossen ist, dann möchte ich mich mit Ninjala widmen. Und ja. Aber wir sind hier bei Splatoon. Und über die letzten 10 Sekunden. Win or lose, win or lose. Ich sage es ist nicht ein Win. So viel wie ich ja jetzt gerade weggekillt habe und natürlich der Highhammer, der muss noch sein. Ja, 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 das ist eindeutig. Jawohl. Zack. Super. Genau so. Das lobe ich mir. Stolper. Stolper nicht. Ich muss übrigens sagen, ja, das war der Faustcheck. Das ist so, ich glaube, das wird von einem Zufallsgenerator immer so random dann irgendwie mit eingefügt, dass sich zwei Inklinge oder zwei Characters da so einen Faustcheck geben. Das finde ich, das ist ziemlich cool. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Übrigens, ich kann keine Amiibos einlesen. Ich habe das vielleicht auch schon irgendwo erwähnt, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen. Ich kann keine Amiibos einlesen. Liegt es an der Steuerung? Muss da irgendwas kalibriert werden, weil die hat ja dieselben Funktionen wie die alte Steuerung. Wenn übrigens weiterhin, wenn jemand weiß, was ich da falsch mache oder ob irgendwie was, warum das nicht geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lasse mir gerne helfen. Natürlich beantworte ich auch gerne Fragen. Wenn jemand eine Frage zu Splatoon hat oder wenn es irgendwas gibt, wo man sagt, so, ey Kip, wie funktioniert das und das bei Splatoon? Gerne Fragen in die Kommentare und ich mache dann gerne Videos darüber oder... Moment. Videos darüber oder ich beantworte auch in den Kommentaren dann direkt. Also da muss man dann nicht ein komplettes Video machen.
auch wie man sich connecten kann, also irgendwie mit dem Freundschaftsbesuch oder so. Das müsste eigentlich klar sein, wie das geht. Den Code eingeben und dann die Freundschaftsanfrage schicken und dann funktioniert das schon. So, und wir sind mitten drin. Ja, krieg ich dich. Jawohl. Und wir sind schon wieder beim Gegner. Spawnpunkt in der Gegner, auf der Gegnerseite. Und natürlich mit der Ulti auf der Gegnerseite. Das ist natürlich die ultimative Erniedrigung für die Gegner. Über dem Gegner-Spawnpunkt. Entweder die Raketenwerfer oder den Tintenregen. Ja, das ist schön. Habe ich aber auch schon oft genug erlebt, gell? Also nicht sagen, oh, das ist aber gemein. Nee, also das habe ich auch schon oft genug erlebt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das ist, so, zack, habe ich dich erwischt. Jawohl, Octolinga oder wie heißt. Das muss einer. Eieiei. Was ist da los? Auch die Gegner haben eigenen Spawnpunkt. Der Nachteil bei diese Waffe finde ich richtig toll. Auch die Ulti-Waffe, diesen Highhammer, richtig toll. Aber diese Sekundärwaffe, also diesen Flexbomb-Ding da, das bringt eigentlich null. Also gar nichts. Das ist wirklich. Ich werfe den immer, um den Gegner so ein bisschen abzulenken, weil der sieht dann, oh, das blättet was. Und dann gehe ich ganz schnell in eine andere Richtung, weil der Gegner dann vielleicht denkt, oh, da ist jetzt jemand und da muss ich in diese Richtung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich mach's einfach. Während die richtigen Flexbomben, also die, wo dann auch wirklich den Gegner dann richtig treffen und wegsplatten können, die sind natürlich viel besser. Die bringen mehr, die kann man auch richtig weit werfen. Und das ist so ein Tipp von mir, das ist sowas, was ich mache, wenn ich es sehe. Okay, ich bin in einer ausweglosen Situation, ich werde jetzt bestimmt gleich weggesplattet. Dann versuche ich, wenn ich natürlich noch den Tinte habe, dann so eine Klecksbombe im letzten Moment noch abzuwerfen. Weil es ist mir schon oft gelungen, dass dann der Gegner, der mich weggesplattet hat, von der Klecksbombe, die ich dann abgesetzt habe, auch noch weggesplattet wird. Ja, das ist schön. Oder wenn man, springt. Und wenn man springt und sieht, okay, das sind viele Gegner, ach du Schande, vielleicht springe ich gerade in den Tod, versuche ich dann, meistens funktioniert es auch, dass ich dann auch eine Klecksbombe dann abwerfe, dass wenn ich weggesplattet werde, dass die dann auch, also so, dass man sich gegenseitig splattet. Habt ihr auch so eine Strategie, wo ihr sagt, oh, das ist eure persönliche Strategie oder persönlich, so macht ihr das immer? Gerne in die Kommentare. Oh, Ei hat tolle Stiefel. Sind es diese Ninja-Stiefel? Gucke ich vielleicht nachher mal nach. Wobei Ninja-Stiefel hätte ich ja. Die könnte ich ja anziehen. Aber ich bin ganz ehrlich, die gefallen mir nicht so. Also Gummistiefel würden mir schon besser gefallen. Immer noch super Knuddel-Fan. Ja, ja. Übrigens auch sehr schön, man sieht die anderen Spieler als in Anführungszeichen Geister da rumgeistern. Mich würde mal interessieren, wie mein Inkling so aussieht, wenn jemand anders sieht, als es auf dem Corpolis-Platz oder in Splatville da so rumlaufen sieht oder irgendwo rumsitzen sieht. Also wenn ihr irgendwo mich seht, einen Kipsblatt, das würde mich mal interessieren. Macht da mal einen Screenshot davon und dann könnt ihr mir den gern schicken. Also es würde man kann ja leider nicht sich selber irgendwo sehen, sondern man ist ja immer als man selbst irgendwo. Das ist bestimmt lustig. Also das würde mich mal interessieren. Ach, bestimmt lustig. Oho, Kip lacht sich kaputt. Das ist bestimmt lustig. Hier im Hintergrund die DJs, ja. Super Musik. Man kann übrigens in der Musikbox da unten auch eine andere Musik einlegen lassen für die Lobby. Habe ich jetzt mir in dem ganzen Splatfest über gar nicht gemacht. Fällt mir gerade ein. Und wenn man in der Lobby ist und gerade auf den nächsten Kampf wartet, geht das auch nicht. Also man kann bestimmte Dinge in der Lobby nicht nutzen, wenn man gerade auf den nächsten Kampf, also auf der Warteliste zum nächsten Kampf ist.
Ja, ist aber auch in Ordnung. So, los geht's. Es ist mal wieder dieselbe Map, wo es wichtig ist, die Mitte sich zu sichern. So, der Highhammer ist aufgeladen. Da war schon jemand einfärben. Dann gehe ich mal dahin. Und wie gesagt, Waffe schön hochhalten. So, in der Mitte. Jawohl, aber ich glaube, das ist ein Sniper. Ja, schön hochhalten und möglichst große Flächendecken einfärben. Das ist ja mit der Waffe sehr gut möglich. So, hier wir sehen. Jawohl. Genau so muss es sein. Oh, schon wieder diese Ulti-Waffe. Ey, die hat's wirklich in sich. Die hat's wirklich in sich. Und das ist wirklich Tweezy. Das ist ein toller Name. Tweezy, das gefällt mir. Wie ein Schokoriegel. Dann ist man natürlich doppelt gesplattet. So, ein Highhammer ein bisschen. Schon wieder in die Ecke. Ich wollte da gar nicht in die Ecke. Ich wollte da hoch. Da, wo der Gegner ist. Eieiei. Naja, Digga. Oh, da ist auch jemand sehr wendig und geschickt. Krieg ich dich, krieg ich dich, krieg ich dich. Da ich geht hinter mehr. Und er kriegt mich. Oder sie kriegt mich. Mr. Parker. Achtarmiger Dämon. Hui. Mr. Parker. Boah, diese Ulti-Waffe jetzt auch noch auf unserem Bo. Oh, also, jetzt werden wir aber richtig eingeseift hier. Jetzt werden wir richtig eingeseift von Team Faustcheck. Ich glaube, es ist Team Faustcheck. Ja, es ist Team Faustcheck. Team Handschlag habe ich ja noch nicht so oft jetzt gesehen. Wie gesagt, wir sind wieder in mein Arus-Team. Der, aber wie gesagt, es ist hauptsächlich wegen der Farbe. Die Farbe gefällt mir einfach am besten. Oder gefiel mir von den drei Farben am besten. Natürlich, wenn Blau dabei gewesen wäre, wäre ich im Team Blau. Weil Blau, das muss einfach sein. Also übrigens, immer wenn ich die Wahl habe oder wenn ich irgendwo vor einer Wahl stehe, dann, wenn es um Farben geht, Blau. Also egal, ob ich ob es ein Brettspiel ist oder hier Blau. Also Blau ist meistens für mich. Boah, diese Ulti. Mit welcher Waffe kann man diese Ulti-Waffe ausspielen? Das würde mich mal interessieren. Weil Blau ist einfach die Lieblingsfarbe. Skyline. Skyline. Ja, noch nicht. Die Skyline von New York oder von Frankfurt. So. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Highhammer wurde mir unterm Hintern weg gesplattet. Und ich glaube, das ist ein Lose. Ja, obwohl, es sieht so ausgeglichen aus. Nee. Hat leider nicht gereicht. Leider nicht gereicht. Gefühlt und auch gemessen. Verloren. Und oh, Skyline-Schuhe. Nicht nur, dass es ein cooler Octoling, nee, es ist kein Octoling, eine coole Frisur hat, sondern die Schuhe. Oh, die muss ich haben. Die muss ich haben. Die sehen aus wie die Schuhe von Sonic. Die muss ich haben. Ich glaube, die gehe ich gleich jetzt bestellen. Das ist, weil so unter uns, ja. So unter uns. Ah, das trifft sich gut. Die volle Stunde ist um. Auch bei mir ist es gerade 20 Uhr übrigens. Volle Stunde. Ja, das ist hier Realtime, das ist ja bei 24. Das Schönste oder das Coolste an Sonic sind einfach seine Schuhe. Also neben seiner deutschen Synchronstimme. Julian Bam. Das ist eine tolle Synchronstimme für den Film. Die Schuhe. Die Schuhe muss ich haben. So, wo bist du? Skyline, wo bist du? Ich will deine Schuhe bestimmt. Da sind sie. Da sind sie. Ja, ich brauche deine Schuhe. Und rote High-Top-Sneaker. Die muss ich haben. Und jawohl, sie sind bestellbar. Jawohl. Jawohl, jawohl. Nee. Ah, jawohl. Jetzt habe ich das. So, bestellt. Ja, das war's dann für heute. Es hat mich gefreut. Wir sehen uns wieder, wenn ich die neuen Schuhe habe vom 10-armigen Berserker oder wie der hieß. Hier, Skyline. Und hier hat jemand auch eine Gasmaske. Yuzuna. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Keep Supernova over and out.